Und jetzt gibt es für den Manuel eine rote Karte und das war's. Neuer. Na klar. Ein Scherz. Man weiß das ja erst in 30 Sekunden. Das Schöne ist, stimmt, ich habe gerade eben nicht aufgenommen. Das erste, was man gehört hat, war dein Kommentar. Das kommt definitiv rein. Also ja, für die Leute, die sich wundern, der Alex, der hat 30 Sekunden Verzögerung. Also beziehungsweise ich habe die 30 Sekunden Verzögerung, der Alex, der redet in der Zukunft. Das heißt, wir müssten ungefähr jetzt den Neuer sehen. Oh! Boah, mit dem Knie! Uiuiui. Ui. Everybody is Kung Fu Fighting! Oh, wie der Argentinier sich da aufregt. Wow! Siehst du es, ne? Ja, jetzt hab ich's auf einmal gesehen. Ach du Scheiße. Ich hab grad eben nicht drauf geachtet, weil ich diesen tollen Chat da gelesen hab. Ach du Scheiße. Boah, die zur Halbzeit gegen Flatsch. Deutschland kann besser spielen, wenn sie wollen. Dazu kommt, sie sind sonst eher aus reinem Glück weitergekommen. Was? Allein diese beiden Sätze machen keinen Sinn. Deutschland kann besser spielen, wenn sie wollen. Ja, wollen die jetzt nicht, oder wie? Es ist ja nur Finale. Scheiß drauf. Und dann sind sie nur aus reinem Glück weitergekommen. Ey, Gott. Diese Leute, die haben alle so viel Ahnung. Wie schon mal vorhin in einem Kommentar gesagt wurde, die biertrinkende Mehrheit in Deutschland, die weiß das. Ich bin der Magen da. Oh Mann, Argentinien ist einfach immer in der Überzahl. Wo sind unsere Männer beim argentinischen Tor? Tolle Abwehr, aber niemanden auf der argentinischen Seite. So wird das nichts, Jungs. Erspart uns ein Elfmeterschießen. Langweilig. Oh Gott, diese Kommentare. Ja, das ist ja echt schlimm, das denke ich mir auch. Aber nur bei den Kommentaren. Das könnte auch schon nach der ersten Verlängerung zu Ende sein. Kann dieser Reporter mal aufhören zu quatschen? Man denkt, der ist für Argentinien. Ja. Man denkt, der wäre Kommentator. Ja. Ich kann da mal aufhören zu labern, ey. Was schlabberst du? Scheiß Kommentator, ey. Das ist nicht dein Job hier. Hör mal auf zu reden, ey. Das macht voll die Atmosphäre kaputt. Junge, ich mach dich voll platt. Sie meinen Match gegen die Clippers, was höchstwahrscheinlich die Clippers gewinnen werden. Oh. Die führen gerade mit 125 zu 123, sind noch 48 Sekunden zu spielen. Okay, also ich habe jetzt gerade zum letzten Mal Miroslav Klose auf dem Spielfeld gesehen. Ja, wieso? Ja, jetzt wurde er rausgewechselt. Was machen die? Das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch aus! Okay. Na gut. Aber nur ein bisschen viel Fantasie sieht das falsch aus. Ich geb's ja zu. Da habe ich ein bisschen zu viel rein interpretiert. So, Ende. Es geht in die Verlängerung. So, und jetzt sehen wir hier noch ein ganz spannendes Spiel. Vielleicht sehen wir hier wieder ein paar gute Szenen, die wir verwerten können. Ja, ein bisschen Standbild, macht nix. Oh! Schürrle! Ja. Und Schürrle! Boah! Aber es war nicht Schürrle! Schürrle! Es war nicht die 56. Emperor. Ja, leider. Die 56. ist schon längst vorbei. Running Gag. Nun schießt Argentinien das erste Tor. Wer muss im 5 aufstehen? Ich gehöre dazu. YOLO! 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 Agent Paul, ja moin. Ui, hier wird zensiert, interessant. Ja, wir brauchen mehr Neues im deutschen Team, genau. Mehr Torwerte. Für die Bank oder was? Keine Ahnung. Wir brauchen auch den zweiten Torwart, der muss neuer sein, der dritte Torwart muss auch neuer sein. Ja. Mindestens. Ja, nee, die stellen wir dann alle ins Tor, dann schießt Argentinien kein Tor. Duh. Fast wie Zeit der Insel. Was passiert, wenn Kayen R ein Tor macht? Das ist eine gute Frage. Schwabbelkuchen-Hashtag, ja, da stimme ich zu. Wieder von ich. Oh. Wann war Messi denn Fußballer des Jahres? Und den auch noch mit einem N geschrieben. Ach. Ich meine gleich so spannende Finale. Oh nee, nicht spannende mit einem N geschrieben. Ey. Leute. So spannende Finale. Spannende. Was? Sind Juden eigentlich auch Menschen? Dota 2! Sind Juden schon dumm gefallen? Ein Schweinsteiger verletzt sich auch noch ein bisschen. Oh, ich weiß, welche Comic schon in das Video kommt.
Gott, ich bin so froh, dass ich das jetzt noch aufnehme. Das ist ja noch besser als das, was ich in der ersten Halbzeit nicht aufgenommen habe. Rosi? Rosi, stimmt, ist die eigentlich noch da? Lebt die noch? Rosi, sind Juden Menschen? Was? Sind Juden eigentlich Menschen? Oh, das freut ja, die Rosi. Klar. Komm Deutschland, gewinnt jetzt mal. Özil spielt endlich mal gut. Oh Mann. Buh! Schreibt einer einfach in den Chat, buh! Nein, da wollte ich erschrecken. Die buh. Aufregung tötet mich! Ich hab jetzt schon mindestens 3 Plastikflaschen zerbissen. Du sollst das gegen eine Aggression tun? So Colaflaschen wahrscheinlich. Oh, der Löw, der sieht auch, als würde er gleich die Plastikflasche zerbeißen. Aber er trinkt noch draus. Boah, Alter, hat der dem richtig so Bam Bam gemacht. Ja. Faustkampf, Muhammad Ali. Kommt schon, Deutschland. Oh, ey, das ist so nur eine Platzwunde, stell dich mal nicht so an. Kriegst ein Pflaster und Gummibärchen und gut ist. Was ein mutiger Junge. Meinst du, Moment. Ach du Scheiße, oh Gott. Oh Gott. Wann gibt's Rot für die Knochenbrecher? Wann gibt's Brot für die Knochenbrecher? Wann gibt's Brot für die Knochenbrecher, genau. Sag ich doch, Berlusconi pfeift. Ja, sag ich doch. Junge, jetzt hören wir mal zu hier, der Berlusconi pfeift, ey. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, schon von Spielbeginn an, aber keiner glaubt mir. Oh Gott. Dieses Tor, und da ist ein Tor, ja! Götze, ich wusste schon 30 Sekunden vorher, aber egal, Götze, das kommt definitiv ins Video, und Angela Merkel klatscht, und alle sind glücklich, Figaro. Mario, Götze, it's me, Super Mario. Oh Gott, und der Chat, der spastet jetzt total aus. Ja, geil Tor, ja, das ist es, Goal ist doch aber der Schamane bei World of Warcraft. Tor! Oho, jawohl, Gottverdammt, ja. Ich dachte, da stand gerade Titten. Tor! Jawohl! Captain Zirk ist unterwegs! Sag ich doch, 1-0! Woho! Tor! Ja! Und einer schreibt, was für ein Mist! Das war bestimmt ein Argentinien-Fan. Was für ein Mist? Scheiße, ich wollte, dass Argentinien gewinnt! Und kacke! Scheiß verrückte deutsche Mongos! Ich spiel nicht mehr mit euch! Aber warte, ey, die haben noch 5 Minuten! Ja, stimmt eigentlich. Wuhuhu. 54, 74, 90, 2014. Der Chat spastet voll ab. Chat ist voll geil. Wuhu. Fassungslose argentinisches Blondchen. Geil. Mit Mittelfinger zeigt. Einfach Hammer, endlich. Jetzt nur noch ein Zeile im Chat oder Tor. Im Caps Lock. Das wären die längsten 3 Minuten. Oh, jetzt hier aber. Oh, argentinische Blondchen, oh Gott. Wobei, die eine sah ganz heiß aus, die da links. Ah, das kommt ins Video. Also bei mir. Warte! 2 Minuten noch. Ich mach jetzt mal NBA zur Seite. So, jetzt muss ich hier gute Mucke aufspielen. Geclaimed. Ja, ich mache ja A Cappella, das wird nicht geclaimed. Messi wird umgegrätscht. Es gibt noch einmal einen Freistoß. Warte, ich mach Pipi in der Zeit. Und das hat Pipi machen. Okay, wir brauchen jetzt Genki Dama. Menschen dieser Welt, leicht mal eure Kraft. Ich habe die Kraft! Ja, Neuer! Neuer wird zum Super Saiyajin. In diesem letzten Freistoß. Schweinsteiger hat mich übrigens jetzt komplett verletzt. Der wird ja, ich weiß, hab ich gesehen. Finde ich auch so. Oh Gott, argentinischer Junge heute.
Imperial würde es auch heulen, wenn Deutschland verlieren würde. Nein, würde ich nicht. Ich würde nicht, aber... Hast du ja gesehen, ich habe ja gleich den Figaro gemacht, nachdem das erste Tor gefallen ist. Ich bin überhaupt ja, das nicht heißt emotional aber nicht bei dir. Und jetzt, letzte Chance. Der argentinische Torwart ist mit... Der argentinische Torwart ist nicht mit nach vorne gegangen, wie dumm ist das denn? Der sollte jetzt eigentlich mit nach vorne, ich meine, hier liegt 1-0 hin, ihr Deppen. Emil schießt jetzt das Tor, das war's. Boah, Alter, wie Messi angespannt der ist. Messi gegen Neuer. Der trifft jetzt bestimmt daneben so. Hoch, Ende! Ich kann wieder lachen. Galgenhumor. Drüber, das war's. Moment, das will ich auch sehen, das will ich auch sehen. 3 Minuten Nachspielzeit, oder nicht? Nee, 2. Aber da Schweinsteiger sich verletzt hat, dauert es ein bisschen länger. Wow. Jetzt kommt es gleich bei mir, jetzt kommt es gleich bei mir. Oh Gott, Messi, Messi, ins Gesicht fast, wegdreht, ich kann nicht hinsehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach die Runde Tor, Tor. Und die argentinischen Fans so, du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben, lass dich nie wieder in unsere Heimat blicken. Geh weg, Junge. Oder? Oder? Was ist denn nicht los? Oh. Jetzt ist es verbracht! Ja, ja, ja! Oh, schon wieder 8.